Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich klasse, dass auch du wieder mit dabei bist und ihr mit mir zusammen hier Pioneers of Pagonia erlebt. Ja, wir haben ein neues Abenteuer gestartet, noch in der letzten Folge. Wir haben die ersten Gebäude errichtet, die man so halt bauen muss, ne, um hier überhaupt voranzukommen, was machen zu können. Und schauen wir mal, was wir noch so anstellen müssen. Diesmal, also vielmehr in dieser Aufgabe oder diesem Abenteuer, haben wir es oder werden wir es mit Banditen und dergleichen zu tun bekommen. So, ja, ganz üble Zeitgenossen, die uns da bestimmt nichts Gutes wollen. Ich sehe gerade. Ich sollte da mal was mit dem Fokuspunkt machen. Und das ist ganz gut, so wie es ist. Aber ich setze den mal hier so hin. Damit das hier etwas schneller vorankommt, damit wir hier noch das Gehölz entsprechend nutzen können. Vielleicht können wir auch die gesamte Holzproduktion etwas mehr nach hier hinten verlagern. Schauen wir mal. Wir brauchen hier vorne Platz. Früher oder später? Wahrscheinlich eher früher als später. Und wir haben ja schon hier die Aufgabe, Wohnhäuser zu bauen, Gildehaus zu bauen. Wohnhäuser bedeutet anfangs immer 3, aber wahrscheinlich wird es wieder auf 8 hinauslaufen. Das heißt, ich brauche hier entsprechend Platz für 8 Wohnhäuser. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite brauchen wir Platz für die Taverne, nebst den entsprechenden Sitzmöglichkeiten, ja, dann für den Außenbereich. Wir brauchen Platz für die Marktstände, damit die Taverne sich mit den Dingen, die sie so benötigt, um entsprechende Nahrungssachen, also Essbares herzustellen. Mahlzeiten. Ja, Knoten in der Zunge. Ja, und so weiter und so fort. Wir kennen das. Ne? Wir brauchen dann auch wieder Platz für die Farmen und so weiter und so fort. Der ist hier mit Sammeln beschäftigt. Während ich mit Sammeln beschäftigt bin. Oh, der ist so schlecht. Wieso sind die da vorne, wenn hier vorne irgendwie... hallo? Muss auch sehr bitten. So. Naja, schauen wir mal. So, ich gebe mal schon mal... Ah, das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich würde trotzdem hingehen und sagen, ach, das geht ja noch gar nicht. Ich setze den Fokuspunkt aber trotzdem mal hier hin, so weit an dieses Grenzgebiet, wie es möglich ist. Und hoffe mal, dass wir uns hier so breit machen können. Oh, ich sehe da Dinge. Uiuiuiui, was haben wir hier Schönes? Stein, Eisenerz, nochmal Eisenerz. Oh, Stein, Eisenerz, also hier schon mal Eisenerz. Und Stein und Kohl und wieder Eisenerz. Wir haben aber auch Kohle. Das ist so. Und Kupfer. Ja gut, Kupfer jetzt nicht. Ja doch, da so ein bisschen. Aber hauptsächlich Stein hier an der Ecke. Wieder ein bisschen Kohle. Also Kupfer weniger, aber wie eine Menge. Also verhältnismäßig viel Eisen. Ziemlich viel Kohle. Ziemlich viel Stein. Bisschen Kupfer. Das schreit nach entsprechenden Abbaumöglichkeiten. Wir haben hier Stein. Da ist wieder Kupfer. Kupfer. Hier ist ein bisschen mehr Kupfer. Okay, hier habe ich Stein. Hier habe ich Stein. Da habe ich Stein. Da ist Kalkstein. Da war doch... Hier ist ein Banditenlager. Alles klar. Ey. Das wird lustig. Ich brauche relativ schnell militärische Einheiten oder so. Ja, es ist die Frage. Du hast die Grenze eines paragonischen Dorfes entdeckt. Auch das? Gegnerisches Lager wurde entdeckt. Das ist nicht so schön. Das hatte ich gerade schon gesehen. Ja, Banditenlager. Ich brauche ganz schnell Soldaten. Weil die machen echt Ärger. Vor allen Dingen töten die auch meine Leute. Nicht nur, dass sie die überfallen, was schlimm genug ist. Ne? Die machen da richtig Ärger.
ist die Frage aller Fragen. Ich habe hier Kohle, ich habe da Stein. Wenn das Stein wäre, das wäre das absolute Highlight. So, hier sehe ich schon wieder Kohle. Ansonsten sehe ich hier ziemlich viel Gehölz. Ja, natürlich sind die Steine hier. Und Kupfer natürlich auch. Gut. Oder gar nicht so gut. Oder so halbwegs gut. Wir brauchen, da kommen wir nicht drum rum, wir brauchen einen Steinbruch. Den könnte ich hier hinsetzen. Moment, vielleicht sogar hier so. So, hier ein Steinbruch. Dann brauchen wir Steinmetze direkt 2. Ja, was mache ich denn da? Dann würde ich die hier so planen. Komm schon. Hier so ein Steinmetz. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da komme ich noch nicht ran. Ich mache erstmal ein. Ach, deswegen habe ich da das Problem, dass wieder so ein Grenz. Alles klar. Gut, ich mache hier ein Steinmetz erstmal hin. Sei es drum. Ja, gehen wir hier so schräg. Quer nach schräg. Da. Da und da. So. Dann haben wir die beiden Sachen zumindest schon mal in Auftrag gegeben. Alles weitere muss ich gucken. Das sind Soldaten. Draufgänger. Die sind aber hier von dem Nachbarort. Und die Banditen, die sind noch ein Stückchen entfernt. Wir haben hier. Oh, natürlich. Silbererz. Logisch. Kohle, Kalkstein, ganz klar. Da ist noch ein bisschen Kalkstein, ansonsten, ja. Okay. Brunnen. Ich stark am Überlegen. Brunnen. Wo wird denn da im Augenblick Wasser benötigt? Ach, er hier, Forsthaus, na logisch. Jo, Moment. Brunnen. Hier geht nix. Augenblick. Ah, verdammt. Ich hab zu lange gewartet. Folgendes. Der muss erstmal hier pausieren. Das geht nicht anders. Wieso hier immer noch die Bäume stehen, weiß ich nicht. Ich hatte explizit Order gegeben. Ihr solltet hier fällen. Was ist da los? Und zwar alles, was irgendwie da ist. Da habe ich gepennt. Ärger. Wie sieht es denn hier mit denen aus? Haben die noch was? Oh nee, die sind fast am Ende.
Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hier ist schwerpunktmäßig Nadelholz. Ja, egal. Okay. Holz. Und dann würde ich auch erstmal sagen, hier Nadelholzstimme. Damit die schon mal versorgt werden können, eingelagert werden können. Was ist hier mit noch einem Lager? Ich jetzt hier erstmal nicht unter. So furchtbar viel kann ich da sowieso nicht bauen an der Ecke, glaube ich. Holz. Oder Laub. Warte mal, wie sieht das hier mit Laub aus? Dann Laubpilze. Machen wir das erstmal so. Hier geht es schon mit den Stärkungsmahlzeiten los. Ja, das ist ja lustig. Eieieiei. Upsi. Das ist gar nicht gut. Wir sind da was geliefert oder hat sich die Sache schon... Ah, die kommen aber an. Da gibt es also noch welche. Da muss ich aber schnellstmöglich Sorge tragen. Dass die entsprechend gebaut werden. Proviantmacher. Baue einen Proviantmacher, um Fleisch zu räuchern und haltbare Rationen für Entdecker herzustellen. Also die sind nicht so sehr für diese Stärkungsgeschichten gedacht. Ich weiß, ich müsste eigentlich erst die Wohnhäuser bauen, aber ich bin schon eifrig am Überlegen, ob ich nicht vielleicht doch schon die Taverne... Oh, jetzt haben sie hier endlich mal das Gehölz da weggehauen. Das ist schon mal cool. Das ist etwas. Fokuspunkt. Da so. Macht euren Job. Hürden, die machen, die haben aber auch so gut wie keine Kapazitäten mehr frei. Okay. Ach, da ist das Lager. Okay. Wie sieht es hier mit aus? Ah, okay. Hinbekommen an dieser Stelle hier. Moment. Ich drehe das Ganze mal.
weiteren Holzfäller, der sich gerne hier austoben darf. Oh, meinetwegen, Moment, wo habe ich ihn da? Vielleicht auch hier so, wir gucken mal. Okay, die sorgen dafür, dass da einiges an Holz geschlagen wird. Cool. Dann machen wir doch Folgendes. Holz. Nadelhölzer. Hier habe ich die. Genau, da habe ich gelaufen. Da kommen dann hier noch Nadelhölzer hin. Nadelhölzer vor allen Dingen. Hier habe ich Nadeln. Da müsste ich noch gucken, dass ich hier irgendwie Laub unterkriege. Wenn das geht. Da ist Platz. Sehr gut. Holz und Blockholz. Dann haben wir das auch. So, Steinproduktion läuft immerhin. Deine Einheiten werden von Banditen angegriffen. Das ist nicht schön. Das ist ein Entdecker, der da gerade Probleme bekommen hat. Entdeckerturm. Ne, das ist ein Wachturm. Entdeckerposten. Warte mal. Fokussiert euch mehr so in dieses Gebiet. Das ist, glaube ich, in dieses Gebiet ist, glaube ich, gesünder. Ja. Okay. Da. Der macht nach wie vor seinen Job. Ich würde es begrüßen, wenn du diesen Baum niedermähen würdest. Es wäre sehr schön. Ich würde es feiern. Und danach könnt ihr ihre Produktion einstellen. Dann hätte ich dieses Gebiet hier frei. Da könnte ich mich so ein bisschen austoben in Richtung Wohnhäuser, in Richtung, wisst ihr schon. Taverne und so. Ja, da mit dem Gehölz ist immer so eine Sache. Forsthaus. Hier steht auch immer noch alles im. Warte mal, wo habe ich denn hier? Jagdhütte. Wo ist. Die ist noch nicht fertig. Was nicht verkehrt ist, dann kann ich nämlich denen sagen, mach bitte alles weg. Und dann vielleicht noch mehr so hier in diese Gegend. Damit wir das Zeug hier mal loswerden. Das passt ganz gut. Ah, der Baum ist weg. Dann schicke ich die erstmal hier schlafen. Und ich hoffe, dass das, was jetzt hier noch so rumexistiert, dass das verschwinden wird auf Dauer. Moment. Ich habe mich hier noch gar nicht gesehen. Lager. Das bringt mich jetzt ein bisschen in die Bredouille. Ich setze hier mal ein Lager hin. So. Holz. Moment. Ach, Quatsch. Holz sollte man auch auswählen.
und dann hier Feuerholz. Wobei ich natürlich jetzt nicht garantieren kann, dass dieses Feuerholz dann auch tatsächlich da landen wird. Ich meine, wir haben ja schließlich noch andere Stellen, wo auch eifrig Feuerholz produziert wird. Dass wenn ich jetzt hier den Haken rausnehme, ändert das nichts daran, dass genau natürlich hier dann nicht... Ja. Ich weiß, ich könnte hier natürlich was im Weg hier ein Lager hinsetzen, aber naja, egal. Dann muss ich die 16 Einheiten Feuerholz da eben opfern, dann hilft alles nichts. Ja, gut, was mache ich jetzt mit dem Kollegen hier? Was, eine Himbeere? Das kann ich Himbeeren pflücken. So, kann den Betrieb wieder aufnehmen, aber bitte konzentriert hier in diesem Gebiet. Vielleicht sollte ich den auch umsetzen. Das wäre eine andere Überlegung. Es ist hier nicht ganz so entspannend wie die letzten beiden Aufträge. Hier muss man schon ein bisschen gucken. Und vor allen Dingen die Banditen da, die drücken mir so ein bisschen auf die Schuhe und aufs Gemüt und überhaupt. Wir werden uns natürlich mit diesen ganzen Dingen weiter beschäftigen, aber erst ab der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch und natürlich auch dir alles, alles Gute. Danke für eure Unterstützung. Danke für deine Unterstützung, fürs Dabeisein. Und wie immer, alles Gute, nutzt und genießt die Zeit.